Hier ist euer Monkey King Rumbo. Abonniert den Kanal, liked das Video für mehr affengeilen Content. Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute zeige ich euch mein Azure Team Heist von Dienstag. Ich bin Erster geworden. Natürlich kann man meine Spielweise nicht zwingend mit allen anderen vergleichen, besonders weil ich auch einen sehr starken Account habe. Ihr habt gerade eben schon mein Skilling gesehen. Ich habe mich entschieden, diesmal mehr den Fokus wieder auf Infizierte zu legen und den Rest oben entlang zu gehen, um eben Infizierte einmal jagen zu können, weil auf meinem Spielfeld habe ich einfach gesehen, dass direkt am Anfang, dass ich sehr entspannt super die Infizierte jagen konnte, das seht ihr jetzt hier auch. Ja, und damit natürlich viele Punkte machen konnte und ihr seht auch an den Zwischenergebnissen, die ich immer wieder mal einblende, wie groß mein Vorsprung auch dadurch geworden ist. Deshalb, natürlich ist wichtig, dass ich auch mit 5 Märschen die Level 3 Gasfelder halten konnte, aber der große Unterschied, das was diesen riesigen Gap unter anderem auch später ausmachen wird, ist, dass ich eben die ganze Zeit sehr entspannt mit nur einem Marsch die Infizierten jagen konnte, was mir natürlich sehr viele Punkte gebracht hat. Hier heute geht es nicht darum, dass ich euch super viel beibringe. Ich packe euch oben rechts wieder das Video rein, wo ich nochmal das Skillen erkläre, was eben für verschiedene Spielertypen ist. Bei mir macht es keinen Sinn, groß zum Beispiel den Skill zu aktivieren, unerfolgreich, also bei Angriffen auf Gasfelder zu verlieren. Ich gewinne die meisten, daher ist das bei mir eher sinnlos. Bei schwächeren Spielern, natürlich die häufiger oder fast alle ihre Kämpfe an den Gasfeldern verlieren, macht das total Sinn, diesen Skill zu nehmen. Bei mir natürlich jetzt nicht so. Und warum ihr das teilweise hier so hektisch seht, ist, weil ich manches beschleunigt habe und manches wieder langsamer laufen lasse, um ein bisschen was darzustellen. Unter anderem eben, dass ich manchmal einen starken Marsch in einem Gebäude habe und wenn ich ein anderes Gebäude erobern will, ziehe ich das zurück, einen schwachen hin und nutze meinen stärksten Marsch natürlich, um Gebäude zu erobern. Oder wenn ich sehe, ich werde angegriffen, den schwachen Marsch zurückziehe und den starken Marsch reinschicke. Dementsprechend bin ich sehr flexibel in dem, wie ich das Ganze gestalte. Wir sehen jetzt, die eruptiven Gasfelder tauchen auf. Ich ziehe meine Märsche zurück, meine starken Märsche, um dann im Idealfall natürlich 6 Stück, das ist aber recht utopisch. Wenn man 4 Stück hat, ist man schon sehr gut unterwegs. Das konnte ich hier machen. Die Gegner um mich herum waren nicht sonderlich stark. Im Verhältnis zu meinem Account hat natürlich Vorteile gebracht, dass man da natürlich so dominieren konnte und dementsprechend auch sehr einfach an seine Punkte gekommen ist. Aber der große Unterschied kommt natürlich dann nochmal durch das Gaslabor, wo, das werden wir auch im weiteren Verlauf sehen, ich zum Glück dank dem Affen oder leider wegen dem Affen sehr gut dominieren konnte, wobei mein Affe bei weitem nicht so unfassbar stark ist, wie viele andere ihn haben. Wie gesagt, sobald Infizierte da waren, habe ich immer eigentlich einen Marsch verfügbar gehabt, um auch die Infizierte jagen zu können, weil es eben wirklich von Vorteil ist. Das sind jeweils sichere 1500 Gaspunkte. Und damit kann man immer weiter peu à peu einen gewissen Abstand schaffen, besonders wenn halt um einen herum niemand wirklich Infizierte jagt und man mit einem Marsch super viele Infizierte abgreifen kann. Zusätzlich die eruptiven Gasfelder. Pro Runde habe ich eigentlich immer 4 Stück besetzen können. Das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Wenn gegenüber andere Spieler vielleicht mal nur 2 bekommen, da sehr, sehr viel Konkurrenz herrscht bei den Infizierten, dann ist das natürlich für andere deutlich schwieriger. Und dadurch, dass ich auch weniger Konkurrenz um mich hatte, war natürlich auch der Vorteil, dass ich die infizierten Drops aus den Gaslaboren bzw. aus den Gasfeldern in dem Fall problemlos abgreifen kann. Jetzt seht ihr hauptsächlich den Kampf um die Mitte. Ich lasse das auch mal größtenteils unkommentiert. Ihr seht ja, ich werde zwischenzeitlich meinen starken Marsch, den ich irgendwo in einem Gebäude hatte, wieder zurückziehen, schwachen Marsch reinschicken, damit ich den eben für die Mitte verfügbar habe. Ich habe hier unter anderem auch schon einen Fehler gemacht. Ich hätte die universelle Mobilisierung noch vorher aktivieren können für meinen ersten Marsch, habe da aber in dem Moment tatsächlich gar nicht dran gedacht, weil ich unkonzentriert war, weil ich mich lieber um alle anderen Sachen gekümmert habe und weitere Gasfelder erobert habe.
Wie ihr seht, diese ganzen Intels um die Gasfelder konnte ich sehr entspannt fast überall abgreifen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber vielen anderen gewesen. Und da sieht man jetzt auch, ich führe in der Zeit beim Gasforschungslabor. Ich bin in Summe Erster und ich kann ganz problemlos um mich herum das Ganze erobern. Das zeigte auch hier wieder, wie entspannt ich eigentlich die ganzen zusätzlichen Intels abgreifen konnte, wo kaum ein anderer hingegangen ist. Dass ich bei der Zeit beispielsweise auch unfassbar Glück hatte. Ich habe an der Stelle um 17 UTC, also 18 Uhr unserer Zeit, das Ganze gemacht. Entweder habe ich immer Zeitglück, aber wenn Glück zur Regelmäßigkeit wird, dann hat das auch irgendwas mit ein bisschen Strategie zu tun. Dementsprechend, ich kann euch nur ans Herz legen, guckt euch meinen Strategie-Guide bzw. Skill-Guide an, der auch eben von Free-to-Play-Playern bis zu Big-Cashern, also starken Accounts ist, weil je mehr starke Accounts sich auf so einem Feld tummeln, desto mehr springen natürlich auch P9er und P10er zu den Level 2, Level 1 Gasfeldern, was wiederum für die noch kleineren deutlich schwieriger dann ist, überhaupt Punkte zu machen. Und immer bedenken, euer Ziel ist erstmal mindestens 150 Gas, damit ihr die ganzen Forschungsbeschleuniger abgreifen könnt. Jetzt sehen wir nochmal den Vorsprung, den ich mittlerweile erarbeitet habe. Er ist nicht riesig, aber es reicht halt aktuell, um den ersten Platz zu halten und damit noch mehr an Unterschied in dem Gesamtranking, das wir jetzt sehen, auch zu erzielen. Und hier sehen wir jetzt nochmal, wie ich kurz vor Schluss dafür sorge, dass ich auf jeden Fall nochmal ein paar extra Sekunden in dem Zentrum bekomme und damit natürlich auch den Zeitvorsprung immer weiter ausbauen kann, kurz nacheinander. Und jetzt sehen wir auch, ich habe den auch weiter ausgebaut und werde gleich auch nochmal dafür sorgen, dass ich kurz vor Schluss die letzten Sekunden so lange wie möglich drin bin mit einem starken Marsch. In der Hoffnung natürlich, dass ich nicht genau den Stärksten kurz vor mir kicke und dann direkt auch wieder rausgekickt werde. Das ist bei dem Center immer ein Verbandspiel. Aber wir sehen jetzt auch, hey, ich habe das Ding mit Platz 1 gewonnen. Ich zeige euch auch, dass ich das Ganze im Endeffekt mit nur einem einzigen Buff gespielt habe. Nämlich dem 6% Marsch-Buff. Mehr war das nicht. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck geben können.